Family, heute bin ich mal wieder am Rhein. Hinter mir ist die HTWG. Und heute soll es um das Thema gehen, mein Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau. Ja, wie schon gesagt, Leute, heute geht es um meinen Studiengang Wirtschaftsingenieur Maschinenbau. Zunächst erzähle ich euch was über das erste Semester, was ich jetzt gerade konkret studiere, welche Inhalte ich gerade habe. Dann haben wir ein Interview mit dem Ralf Eisler. Das ist der Dekan für unseren Studiengang und der gibt euch nochmal ganz viele Einblicke aus seiner Perspektive in das Studium Wirtschaftsingenieurwesen. Jetzt erstes Semester, welche Fächer habe ich denn gerade konkret? Ich fange mal beim Wirtschaftsteil an und da haben wir zum einen BWL und zum anderen VWL. Also die Module nennen sich Grundlagen ökonomischen Denkens für VWL und Unternehmensprozesse und Funktionen für BWL. Die beiden Wirtschaftsfächer haben es auf jeden Fall gemeinsam, dass wir da wirklich Vorlesungen haben. Das heißt, wir haben unsere Professoren, die haben eine PowerPoint-Präsentation, die sie einfach durchgehen. Natürlich, es wird auch vieles erklärt, was auf den Folien steht und auch einiges ergänzt, aber im Prinzip, das Grundprinzip ist wirklich eine Vorlesung. Es geht also wirklich um die Präsentation und ich blende euch jetzt gerade mal von VWL die Präsentation ein. Da könnt ihr einfach sehen, das ist jetzt, was wir gerade aktuell machen. Da geht es eben um volkswirtschaftliche Zusammenhänge wie Inflation, Mikro-Makroökonomie, solche ganzen Themen werden da beleuchtet. Jetzt noch zum Thema BWL. Ich blende euch auch da mal die Vorlesung ein, beziehungsweise das Skript der Vorlesung. Das gehen wir mit unserem Professor eben jede Vorlesung ein Stück weiter durch. Und da geht es eben, wie gesagt, um die Grundlagen der BWL, also Personalwirtschaft, Finanzierung, Absatz, Produktion, Qualität, also so diese ganzen Basics, die man unternehmerisch wissen muss. Jetzt wisst ihr auf jeden Fall mal, was wir in der wirtschaftlichen Seite des Wirtschaftsingenieurs machen. Aber natürlich sind wir dann auch Ingenieure und da befasst sich natürlich viel mit Mathe, Mechanik und was wir jetzt auch noch haben im ersten Semester Werkstoffkunde. Ich fange jetzt hier mal an mit Mathe. Mathe ist bei uns jetzt höhere Mathematik 1, was wir jetzt gerade machen. Da geht es viel um komplexe Zahlen, Extremwertaufgaben, Kegelschnitte. Also es ist wirklich sehr viel gefordert an Mathe, was wir können müssen einfach fürs Studium. Ich blende euch auch von Mathe gleich mal ein paar Übungen ein, die wir gemacht haben. Auch mal ein bisschen das Skript, was wir so durchgehen. Was man in Mathe auf jeden Fall beachten muss, in Mathe haben wir mehr so diesen klassischen Unterricht. Also unser Professor schreibt noch an die Tafel, erklärt nebenher Dinge. Was man aber auf jeden Fall bei Mathe sagen muss, ist, dass die Geschwindigkeit wirklich, wirklich hoch ist. Wir machen das alles nach diesem Lothar-Papola-Buch hier durch. Es sind teilweise auch wirklich lange Kapitel, die wir in eine halbe Stunde kurz durchballern gefühlt und dann müssen wir richtig wirklich viel Mathe machen. Mathe ist ja auch, sage ich mal, ein großer Teil vom Ingenieurswesen. Der andere große Teil, den wir machen, ist technische Mechanik. In der technischen Mechanik beschäftigen wir uns eben mit Bauteilen, Spannungen, wie wir eben solche Dinge, Kräfte, die aufeinander einwirken, berechnen können an einem Bauteil, wie wir das auch darstellen können in verschiedenen Diagrammen. Ich blende euch jetzt mal einen Teil ein von technischer Mechanik, da schon ein bisschen her, dass wir das gemacht haben. Da geht es noch um Spannungen. Da könnt ihr einfach mal ein bisschen im Skript sehen, um was es da wirklich geht in diesem Fach technische Mechanik. Die letzten beiden Fächer, die ich jetzt aktuell noch habe, sind Englisch und Selbstmanagement und Teamarbeit und Arbeitstechniken. Das ist bei uns zusammengefasst unter diesen Schlüsselqualifikationen. Das heißt, in STA beschäftigen wir uns viel mit so Zukunftsperspektiven von Unternehmen. Das bedeutet zum Beispiel, worauf legen Unternehmen aktuell Wert? So Sachen wie Industrie 4.0, Digitalisierung. Wir haben auch schon angefangen zu programmieren mit Python in STA. Dann eben noch Englisch und in Englisch, da geht es mehr so wirklich um diese Basics in Englisch, dass wir uns gut ausdrücken können in der englischen Sprache. Ganz kleiner Teil geht auch schon Richtung technisches Englisch, also dass wir verschiedene Begriffe, ich habe es hier, die Karteikarten, dass wir verschiedene Begriffe einfach Englisch schon wissen, was die technisch sozusagen bedeuten. So, jetzt wisst ihr auf jeden Fall mal, was wir im ersten Semester machen. Aber da es ja ein ganzer Studiengang ist und wir noch mehr Infos wollen, gehe ich jetzt nachher zum Ralf Eisler. Und der erzählt uns dann noch mehr über den Studiengang.
Hallo Daniel, schön, dass Sie kommen. Also vielen Dank nochmal, Herr Eisler, dass Sie uns hier empfangen. Und ich fange jetzt direkt mit der ersten Frage an. Wie würden Sie den Studiengang in einem Satz beschreiben? Wenn man es in einem Satz zusammenfassen wollte, würde ich sagen, das Wirtschaftsingenieurwesen ist für alle diejenigen der ideale Studiengang, die sich sowohl für die Wirtschaft als auch für die Technik interessieren und die sich vielleicht gerade deswegen nicht für eines der beiden entscheiden möchten. Dann gleich meine zweite Frage. Warum sollte ich jetzt an der HTWG studieren, abgesehen von der genialen Lage? Die geniale Lage am Bodensee ist natürlich immer ein wichtiges Argument. Gleichzeitig natürlich auch noch die Lage der Hochschule zentral in der Stadt. Aber es gibt natürlich auch noch Argumente, die direkt den Studiengang betreffen. Zum einen ist es wichtig, unser Studiengang ist sozusagen 50-50 aufgeteilt zwischen Wirtschaft und Technik. Das heißt, das Zusammenspiel ist das Wichtige zwischen Wirtschaft und Technik und nicht eines der beiden soll wichtiger sein. Und der zweite wichtige Punkt ist, wir haben hier ein sehr gutes Betreuungsverhältnis. Wir können Sie individuell betreuen. Sie sind bei uns an der Hochschule keine Nummer, weil es fangen ca. 40 Studierende an und wir haben 10 Professoren, die im Studiengang tätig sind und dadurch ergibt sich ein sehr gutes Betreuungsverhältnis. Jetzt zu meiner dritten Frage. Welche Perspektiven bietet mir der Studiengang denn später? Ja, die breite oder man sagt auch die generalistische Ausrichtung des Wirtschaftsingenieurwesens führt dazu, dass die Arbeitsmarktchancen sehr gut sind. Das sieht man einerseits daran, dass es praktisch keine Arbeitslosigkeit gibt, andererseits daran, dass die Einstiegsgehälter der Wirtschaftsingenieure sehr, sehr, sehr hoch sind im Vergleich. Was können Sie jetzt machen, wenn Sie hier den Bachelorabschluss haben? Sie können natürlich direkt in den Beruf einsteigen, typischerweise dann in ein technologieorientiertes Unternehmen oder in eine technologieorientierte Unternehmensberatung. Und dort arbeiten Sie dann in der Regel direkt an der Schnittstelle zwischen Wirtschaft und Technik. Das könnte also zum Beispiel sein das Prozessmanagement, das Marketing oder auch das Projektmanagement. Die zweite Möglichkeit, die Sie haben, ist, Sie studieren weiter. Das heißt, Sie streben einen Masterabschluss an. Den können Sie dann auch wieder im Wirtschaftsingenieurwesen machen oder auch in einem angrenzenden Bereich. Wir in Konstanz können Ihnen ein aufbauendes Wirtschaftsingenieurstudium, Masterstudiengang hier bieten. Und dort können Sie den Abschluss in 3 Semestern dann machen. Darauf aufbauend wäre dann sogar noch eine Promotion möglich. Also jetzt sind die Zuschauer sicher begeistert vom Studiengang. Welche Voraussetzungen muss ich denn mitbringen, um hier zu studieren? Also Sie brauchen hier als Eingangsvoraussetzung kein Vorpraktikum, das ist bei uns nicht verlangt. Aber zugegebenermaßen, die Attraktivität des Studiengangs ist sehr hoch und deswegen gibt es eine Zugangsbeschränkung, sprich ein Numerus Clausus. Wenn Sie sich zum Wintersemester bewerben, liegt der Numerus Clausus circa bei einem Notendurchschnitt von 2,5. Wenn Sie sich für das Sommersemester bewerben, ist er ein bisschen niedriger. Das heißt, da liegt er in einem Bereich zwischen 2,8 und 3,0. Liebe Vlog-Family, vielen Dank natürlich wieder fürs Zuschauen. Jetzt genießt noch den schönen Blick hier über den Rhein und hinter mir die Hochschule. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, euer Dani.